Hallo Leute und willkommen ja heute mal wieder zur neuen Folge von Star Wars Battlefront 2. Ja, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger erfolgreich auf Scarif gekämpft. Und in der heutigen Folge spielen wir, wie man unschwer erkennen kann, ja, mit den Separatisten und das auf Kashyyyk. Ja, und jetzt würde ich sagen, laden wir gar nicht mehr so viel rum und starten wir direkt rein. Let's go! Okay Leute, ich würde sagen, wir nehmen den Spezialisten mit der absolut geilen Sniper und ja, let's go. So. Und go. Okay. Seine Bewohner sollen ziemlich lebhaft sein. Vielleicht eignen sie sich ja als Sklaven, wenn wir den Planeten gesichert haben. Ja, das kann schon sein. Eigentlich hätte ich auch dieses Geonosis-Design nehmen sollen, so wenn ich nochmal drüber nachdenke, so, ne? Ach, ja, egal. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch die Mitte durch und schauen, also der behindertste Kommandoposten ist definitiv immer Posten C, weil in dem Modus auf Kashyyyk, wir nehmen immer D und E ein, die Gegner immer A und B und C ist der Posten, wo immer alles entscheidet, ob wir gewinnen oder verlieren. Wer den hat und die meiste Zeit hat, der gewinnt eigentlich, das ist immer so. Das ist so komplett dumm. Wo ist der Klon? Bam! Headshot! Aber die sind leider nicht ganz One-Shot immer. Das ist ein bisschen nicht so geil. Jetzt komm! Mann, jetzt komm halt raus! Junge! Das kann ich ja nicht verarschen. Hallo! So. Weg mit dir. Sind hier noch irgendwo welche? Na, sieht nicht so aus. Ja, verpissen. Ach! Zweiter Schuss. Ach! Digga! Jetzt. Da drin sieht so aus, als wären da welche, weil der erobert wird gerade der Posten. Ja, mit Sniper kannst du halt nicht so gut im Nahkampf kämpfen. Das ist halt so das Ding, weil es heißt nicht umsonst so Scharfschützengewehr, so, ne? Also, ist halt nicht so geil mit. Ja, nimm einfach die Waffe. Darth Maul ist hier, um den Feind in Angst und Schrecken zu versetzen. Jo, okay, wie viele sind da? Alter. Jo, okay. Granate. Jo, okay. Okay, 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 okay. Und? Nein, verpiss dich. Also, ich habe halt kaum Leben. Wie soll ich hier irgendwas machen? Ich dachte. Ist halt gefühlt unmöglich. Aber egal, egal, egal. Leute, es ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt nämlich die gute alte Droidika. Und mit der werden wir jetzt ein bisschen rasieren. Hoffe ich zumindest. Ach, ja. Mit der sind wir Gott sei Dank auch schon... Ach, Junge. Eigentlich schnell da. Alte Droidika ist einfach so geil. Okay. Ich hoffe, es ist Obi-Wan oder wer das da gerade war. Macht jetzt keinen Stress, aber Maul ist er auch. Also hoffe ich, dass das nicht der Fall ist. So, jetzt wird natürlich gleich instant irgendein Klon reingestürmt kommen. Und dann aktivieren unseren Schild und unser Unlimited Schießen instant, sobald hier jemand reinkommt. Jo, jetzt kommt wieder Obi-Wan, Digga. Was will ich gegen Obi-Wan machen? Aber Leute, ihr seht, Droidika. OP. Okay, gerade sieht es irgendwie nicht so gut aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in der Runde mit dem guten AAT rein. Let's go. Also, oft übersetzt an die, die es nicht wissen, das ist der Panzer der Separatisten. Und den finde ich einfach nur richtig geil. Und ja, let's go. Also gut, wir fahren jetzt hier mal ganz entspannt. Der ist jetzt nicht der schnellste, aber er ist trotzdem geil. So, jetzt schauen wir mal, wo sind die ersten Klone? Die werden wir jetzt einfach gottlos auseinanderfetzen. Vor allem, man macht halt mit diesem Panzer so viel Damage, ist halt unheimlich. Okay, ich habe gerade ein bisschen verkackt, das gebe ich zu. So, da, jetzt hier. Wo ist er jetzt? Ach, du bist halt nicht so wendig mit dem Panzer, das ist halt so ein bisschen das Problem. Junge, da kommt Obi-Wan. Ja, übertreib wieder. Easy auseinandergenommen, Obi-Wan. Ihr seht, wie krank dieser Panzer halt ist. Du kannst halt
Helden wie Obi-Wan, Anakin oder so, Yoda, komplett auseinanderfetzen, wenn du das gut machst. Okay, jetzt nehmen wir mal Hauptgeschütz. Bam! Ah, wenn ich treffe, sollte man halt. Junge! Jetzt. Ich treffe halt nicht so gut, weil ich. Ja. Bin einfach nicht so gut, aber okay. Bam! Ja, der ist eh tot. Meister Yoda hat sich den Truppen der Republik angeschlossen. Bam! Wo sind jetzt hier schon wieder welche? Nee, verpiss dich. Bam! Also du kannst dich so gottlos auseinanderfetzen, ne? Das ist halt so krank. Hier hinten kommt irgendjemand, ich sehe den aber nicht. Ah, ist irgendwie sowieso weg. Hier kommt einer. Meine Bam! Bam! Sein. Sie besagen, dass wir verlieren. Ja, ja, gut, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen zusammen, ein bisschen nach vorne fahren. Weil hier ist ja gar nichts mehr los. Oh, Yoda, 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 weg mit dir. Yoda, du kommst jetzt komplett weg. Alter, Yoda wird jetzt so auseinandergefetzt. Easy auseinandergenommen, Yoda, ne? Habt ihr gesehen? Man kann einfach Helden wegfetzen mit diesem Panzer. Das ist so geil. Bisschen hinter uns gerade war doch gerade was, oder? Nee. Perfekt, okay. Und schon halten wir den Posten. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir den nicht instant wieder verlieren. Den Posten C. Moin, was geht's? Republic Commando, das bringt ja alles nichts, seine Ulti. Tja, weg mit dir, ne? Den hat's bis da hochgefetzt. Geil. Da hinten kommt so ein Speeder. Wer hittet mich jetzt hier schon wieder an? Jo, jetzt reicht's dann mal, ne? Fast alle Kommandoposten dank meiner genialen Taktik. Natürlich nach deiner genialen Taktik, wie denn sonst. So, okay, wir sind gerade wieder in Führung. Also wir sind noch nicht in Führung, aber wir haben gerade mehr Post als die gekommen. Chewbacca, weg mit dir, Lappen! Also eigentlich ist Chewbacca kein Lappen, aber... Easy auseinandergefetzt. Hier hinten ist irgendwo ein Klon. Ich sehe den gerade nicht. Bam. Da hinten kommen schon wieder welche. Ja, die kann ich halt kaum treffen auf die Distanz. Weil da dieser Hügel ist, dieser kleine Berg hier, Mann. Moin. Also es ist geil, du kannst mit dem Panzer so auseinanderfetzen, ne, Leute. Das ist einfach genial. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ist mir egal, ob ich drauf gehe oder nicht, aber wir wollen ja auch ein bisschen Action hier haben. Reloaden, reloaden, loaden, loaden, loaden. Oh, guck mal an, wie der weg. Alter, fliegt der weg. Jo, jetzt kommt. Die müssen natürlich. Der Republik muss das natürlich wieder übertreiben. Wo bist du jetzt hin? Na, du hast jetzt wieder Schiss, weil du einfach zu spät bist. Der republikanische Ding hat natürlich keine Chance gegen uns. Bam! Und noch ein Hit. Kratz. Easy auseinandergenommen, Leute. Jetzt müssen wir schauen, dass wir irgendwie noch... Okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen weg. Jetzt müssen wir ein bisschen... ja, okay, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen, weil sonst haben wir ein Problem. Anakin Skywalker einfach da. Perfekt. Oh, weg mit dir. Anakin, weg mit dir. Alter, den kriegen wir schon noch weg, Leute, keine Sorge. So, auseinandergenommen. Komplett auseinandergefetzt. Komplett auseinandergefetzt. So, dann fahren wir hier wieder ein bisschen vor. Den destroyen wir hier auch schnell. Bam. So. Droidika, du darfst schnell durch. Perfekt, jetzt komme ich wieder. Bam. Das kann nicht sein. Ihr werdet hier nichts erobern. Was? Bam. Ich räuche euch aus da drin. Ich greife mich jetzt schon wieder an. Moin. Wieder drehen. Nicht erobern. Hey, ihr müsst es auch. Ihr müsst das.
Es darf nicht erobert werden da drin. Hallo, ich... Nein, hör auf! Perfekt, ihr seid solche Lappen. Ohne Witz, meine Verbündeten können einfach nichts. Noch irgendwo, wo kommen die Schüsse her? Ja, da komme ich mit meinem Turm nicht hin, so nah. Das ist das Problem. Jetzt erober die Scheiße da drin. Wir haben so lange geführt und jetzt müssen meine Kameraden oder hier meine Leute meinen hier. Also, bam! 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 Ich kann halt nicht so in den Nahkampf gehen mit dem Panzer hier. Ah, den treffe ich trotzdem, weil es ein bisschen so absplittert von der Wand. Perfekt, jetzt sind hier zwei Panzer. Entspannt. Was machst du hier? Hallo? Entspannt? Bruder, was macht der denn? Jo, was geht? Soll ich wegfahren? Alter. Perfekt. Bisschen supporten. Schieß einfach mal rein, vielleicht damage ich irgendwelche. Irgendwie sieht es nicht genau aus. Bam! Alter, die fliegen dann immer so weg, ne? Wenn man die genau trifft. Alter, es ist so krank. Okay, okay. Hier kommt noch irgendwo jemand. Alter, ich sehe da nicht rein. Oh, da war kurz einer. Ja, Junge, du brauchst jetzt hier nicht auf dicke Hose machen. Du hast keine Chance gegen meinen Panzer. So. Du da oben, du kommst auch schnell her. Wir haben Kommando von Aurek übernommen. Also immer diese Leute, die meinen, die müssen hier Stress machen und sind so stark, aber haben keine Chance gegen mich, ne? Genau wie der jetzt hier. Der meinte, er muss jetzt so Stress machen, aber hat im Endeffekt keine Chance. Genau diese mir liebsten. So. Hier, schauen wir mal, ob wir mal nochmal was ausrechnen können. Junge, willst du mich eigentlich verarschen? Oder was? Yo! Ich kann mit dem Geschützmodus gar nicht fahren. Er hat mich von da hinten gerade bis hier weggeschoben, ne? Alter, ich muss mich eigentlich verarschen. Die Droiden können keine Panzer fahren. Das geht nicht, nur ich kann das. Das ist wirklich schlimm. Oh mein Gott, wir erobern gerade C. Ich kann ja mit meinem Panzer nicht erobern, schade. Komm. Noch ein bisschen. Nein! Droide, lauf doch da wieder rein! Der rote Droide war gerade da drin, hat jetzt fast erobert. Er läuft wieder raus. Willst du mich eigentlich verarschen? Alter, wie behindert kann man sein? Ich muss zur Posten A. Wo ist Posten A? Wo ist Posten A? Ja, ich bin auf dem Weg zu Aurek. Los! Schnell! Alles reinballern. Kommandoposten Aurek ist verloren. Ja, nur wegen euch, weil ihr einfach zu schlecht seid. So, A wird wieder erobert. Das ist Aurek. Was bist du jetzt hier? Ah, fuck, verkackt. Bam. Muss immer nur ein bisschen vor den hier hinziehen, vor die Klone. Dann ist es easy. Wo kommst du jetzt her? Junge, wer will dich jetzt hier sehen? So, und damit haben wir gewonnen. Und so muss das auch sein. Easy, Leute. Easy win. Und da sehe ich mich auch. Nice. Okay, leichte Explosion, würde ich sagen. Nice. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Hauptmenü. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge von Star Wars Battlefront 2. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Checkt doch gerne meine Socials ab, so wie mein Discord-Server, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein und ciao, ciao.